deutsche Zeitwanderer. Who's that Pokémon? Drei Challenger-Accounts gerade, nee, nur zwei habe ich. Ich habe einen High-Challenger-Account und einen Low-Challenger-Account gerade. Genau funktioniert die Autofill-Funktion. Ja, alle so und so viele Games kannst du autofilled werden. Und nachdem du einmal autofilled warst, bist du autofill-protected. Ich habe jetzt Support gespielt und danach jetzt erstmal für ein paar Runden garantiert, dass ich meine zwei ausgewählten Rollen bekomme. Ja, 900 LP ist auch eher Low-Challenger. Ja, es reicht für Rang 70 Europa, ne? Das würde ich schon sagen, ist High-Challenger. Auf beiden läuft echt gut zurzeit, Wunderhammer, ja. Auf beiden läuft echt gut. Ich meine, klar, der Rang 1 hat, glaube ich, 1600 LP rum. Das ist natürlich schon nochmal ein riesen Abstand. Aber im Endeffekt ist das jetzt halt nur noch grinden, 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 grinden. Och, nicht Kha'Zix, ey. Mein Gott, diese Kha'Zix-Spieler zurzeit. Derzeitige Platzierung. Na, der hier ist Low Challenger, der Account. Der andere ist Rang 68, wie gesagt. Wouldn't keep it in. Heaven knows I try. And let them in. Them see. Ja, ganz genau. Du sagst es. Syndra Kha'Zix Miss Fortune. Cool, sehr, sehr cool. Ich spiele mal Echo. Echo soll ja der natürliche Counter für Syndra sein. Ich weiß nicht, ich glaube, Echo ist schlecht gegen Kha'Zix, ne? Schauen wir doch mal, was hier geht in dem Game. Wir haben den natürlichen Counter, das ist schon mal viel wert. Toplane Zilos gegen Fiora Matchup. Yikes. Das wird ein hartes für ihn, glaube ich. Das wird, glaube ich, ein ganz, ganz hartes für ihn da oben. Kha'Zix ist wahrscheinlich ein Champion, der bald genervt wird, könnte ich mir vorstellen, ja. Also Kha'Zix ist mittlerweile, es werden immer mehr Kha'Zix-Spieler und OTPs. Am Anfang war es, glaube ich, nur Agurin und Costanza. Vielleicht wird es dann auch irgendwann angefangen, Kha'Zix sehr, sehr häufig zu bannen, deswegen. Kha'Zix und Rengar sind relativ ähnlich, ne? Und es gibt auch viele Rengar-OTPs zurzeit. So, was sind die besten Champs gegen LeBlanc in Gold? Ich glaube, also wenn ihr einen guten Pick gegen LeBlanc wollt, spielt immer Lissandra. Lissandra ist insane. Seit Agurin so, ja, Agurin hat es gestartet, der hat da den Trend gesetzt. Und seit Agurin so hoch in der Elo ist, fangen jetzt halt die Leute an zu sehen, oh shit, wir müssen Kha'Zix spielen. Ich meine, selbst viele Pro-Jungler spielen jetzt Kha'Zix. Zum Beispiel Memento von Etok hat angefangen, massiv Kha'Zix zu spielen. Don Arts von Big hat angefangen, massiv Kha'Zix zu spielen. Zed ist schlecht gegen LeBlanc. LeBlanc ist ein Counter für Zed. Da wurde ich böse outtraded. Okay, das ist ein aggressiver Mann. Alter! Kannst du aufhören zu... Wenn, jetzt greif sie doch mal an, der steht genau vor mir! Alter, wie aggressiv ist der denn? Der spielt halt auch Ignite, ne? Ja, die wird einfach in Turret laufen, so wie der bis jetzt sein Gameplay angezeigt hat. Der hat nicht einen Turret-Shot dafür bekommen. Are you joking? Ich muss einfach gleich einmal resetten, dafür haben wir Tippel. Das wird... Sehr, sehr nice gemacht von ihm. Das ist so ein Playstyle, wisst ihr? Das ist natürlich, wenn ihr so spielt und das auch gut trefft, die Skills und so, das ist natürlich schon cool. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich schon sehr gewagt, der Playstyle. Nur mit Igniter so im Turret zu stehen. Aber schöner Flash von der Rek'Sai. Oh, richtig, richtig nice gemacht. Ja, wir können uns jetzt TP auch noch saven für die Lane. Wir können unseren Kindle Gem holen. Ihr könntet auch Darkseal plus M-Turm wäre auch völlig in Ordnung gewesen. So, und jetzt sollten wir dann anfangen, die Lane ein bisschen besser zu bespielen. Mal aufpassen. Hat die irgendwas benutzt vorhin? Nee, gell? Die hat noch beide Sums, ne? Kann wahrscheinlich Mercs Threshen sein, I guess. Jetzt diesmal TPen wir und tun uns unser Darkseal. Ich glaube, dann sollten wir aber fein sein jetzt. Ist so nervig, dass Syndra das kann mit den Minions wegziehen. Und dann laufen die Minions weiter in den Turret rein und wir kriegen den Freeze nicht damit, ne? Damn, das ist sehr, sehr bitter für mich, muss ich sagen. Wir haben beide seine Sums gekriegt, nehme ich an, erstmal. Ich war mir so sicher, dass die den trifft, ne, weil dann habe ich ihn da. Vielleicht hätte ich gleich ulten sollen, als er die volle Combo auf mich entladen hat am Anfang, weil ich glaube, dann heile ich mich mehr, oder? Obwohl, es ist over the last 4 seconds, also ich glaube, das hat keinen Unterschied gemacht, leider. Oh, clean. Da war echt schon alles super clean. Auch wenn es jetzt nicht gereicht hat, das war super clean. Ich würde sagen, Kha'Zix ist broken zurzeit, ja. Wie gesagt, das ist klar, also mittlerweile ist das, glaube ich, schon der meist OTP-te Champion in Hilo. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich wüsste nicht, wer mehr OTP-t wird. Teemo, ich glaube, es gibt nicht einen einzigen Teemo-Spieler leider.
Da muss ich enttäuschen. Hätte ich da ulten sollen? Ja, gell? Hätte ich. Ich meine, vielleicht Lee Sin. Vielleicht Lee Sin. Doch, viele Lee Sin-Spieler. Oh, what? Alter. K6, wo kam der denn schon wieder her? Krasse. Irgendwer ist geflasht. Ich mach dem nicht. Ich hab dem null Schaden gemacht und er hat mich fast gewonnen. Wie ärgerlich. So, wir haben hart losing top, wir haben gefeedeten Jungle. Beide Midlaner sind so meh dabei, würde ich sagen. Okay, ich glaube, als nächstes muss ich jetzt Mercs gehen oder gehe ich Tabis? Wegen dem K6. Leider die Wave nicht nehmen. Auf die Sideline, ja. Würdet ihr als nächstes Sonjas oder Lischbellen bauen? Was würdet ihr als nächstes holen? Sonjas oder Lischbellen? Der den Kill, der Chill. Ist so weak. Ah, nicht so wie genau der Curry, I guess. Das ist bad für mich. Ich weiß nicht, warum portet der da runter? Das ist so useless. Aber ich glaube, in dem Game muss ich Sonjas gehen, oder? Jetzt als nächstes Item. Die haben Syndra Burst, K6 Burst, Fiora Sideline, Nautilus Ult, MF Ult. Ich glaube, Lischbellen wäre einfach Hard-End, wenn ich es holen würde. Einfach kompletter Hard-End. Und einen zweiten Drake, which is really nice. Ich glaube, gegen die Fiora Sideline kann ich auch nicht viel machen, außer halt Wave-Clearen, was okay ist, ne? Ja, das ist okay, zu Brave klären. Ja, trotzdem Präsenz zeigen, damit die nicht einfach auf unsere Botlane kollapsen können, dafür. Das hier schön nehmen. 0-3, die Syndra. Which is good, obviously. Ist irgendwie was machen, aber. Welche Lane sollte man spielen, wenn Solo Queue trampen will? Zeit? Jungle. Jungle ist mit Abstand die beste Rolle. Aber mit weitem Abstand. Nichts, was annähernd dran ist. Würde ich sagen jetzt. Ja, jetzt, das ist eigentlich, jetzt ist unsere Stunde gekommen normalerweise. Sideline, Echo gegen Syndra, ein Item. Ja, jetzt, das ist eigentlich, jetzt ist unsere Stunde. We got a summoner spell, right? Kurz anfaken, dass ich reingehe, damit sie schnell ihren ganzen Spells raushauen. Dann können wir sie danach halt for free killen. Ich glaub bloß nicht in die Falle, dass ihr da committet, wenn sie ihre Spells noch hält. Ja, und ihr seht, ne? Deswegen ist das ein Hardcounter. Locker easy solo kill. Gar keinen Schwitzen, das davon nöten ist. Scheiße, Mann. Das steht fast gut. Das könnte trotzdem gut sein, wenn die den kriegen. GG's wahrscheinlich, hä? Schade, ich hätte kein Mana mehr leider oben. Oh, ich hab die Ulti nicht mehr rausgekriegt, ganz Zeit gespammt gekriegt. Wenn sie ihn kriegen, ist fein. Das ist super gut. Nice, 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 okay. Das ist nur noch. Oh mein, war ein huge Fight trotzdem für uns. Jack, vielleicht hätte er die Ulti auch noch gekriegt. Hat die ganze Zeit gedrückt. Ein Autotech wollte ich zu viel, ne? Ich wollte einen Autotech zu viel. Sonjas war noch nicht ab. 8 Sekunden. Okay. Deutsche Zeitwanderer! Oh.
Der deutsche Zeltwanderer. Da ist er. Da ich gerafft, dass meine Ult schon wieder ab war, Die Wechsel war der heimliche Carry in dem Game, ja. Die waren noch beschäftigt mit Flamen, ne? Deswegen wusste ich, dass ich die schnell abholen kann. Man hat genau gesehen, der ist stehen geblieben und wollte kurz zum Flame ansetzen. Aber Syndra, warum lässt du dich von der The Lost Flash Nautilus Ulti catchen? Das ist die Frage. Also, die Rexer hat das ganze Early Game gecarried. Der Zillas hat die letzten 2-3 Late Game Teamfights gecarried. Karma ist ein Supporter, hatte Schilder. Und unser Vayne war im Herzen Double Lift. Im Gameplay leider eher so Gosu oder sowas. Ich nehme die Rexer, weil die das Early so gut gespielt. Oh, ich kann ihn wahrscheinlich gar nicht honoren, weil mein Client wackt. Gute Arbeit, Jungs. Braucht noch ein bisschen, ne? Das hat aber auch gleich geloadet. Amazing. Aber Decent Echo Game dafür, dass ich den nie spiele. Was ist das?